So, da sind wir wieder hier nach der turbulenten Runde bei der letzten Aufnahme in den letzten Folgen. Da ging es ja ab, da hatten wir Explosionen und Lebensgefahr in allen Lagen. Körperteile sind durch die Luft geflogen, wir haben abgetrennte Gliedmaßen, Aliens, die uns hinterherfliegen und was es nicht alles gab. Auf jeden Fall sehr turbulent und wir wollten ja eigentlich ursprünglich nur Obsidian und Diamanten holen. Mehr wollten wir doch gar nicht machen. Oh, Moment, ich muss hier mal ganz kurz das Fenster zumachen. Ich bin gleich zurück. Moment. Ja, weil es fröstelt draußen. Der Wintermann ist da und er bringt mir Gänsehaut mit. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Nee, auf jeden Fall wollten wir hier die ganzen Sachen einsammeln und die Höhle hier, die ist ja so verkackte Scheiße. Kackisch ist die ja so einfach so. Ah, da könnte ich kotzen. Wir haben ziemlich viele Creeper hier. Wir haben ziemlich viele Gänge, die in andere Gänge führen und irgendwie kommen wir nicht tief genug runter, habe ich so das Gefühl. Also wir kommen zwar weit von der Entfernung her wandern wir ziemlich weit, aber wir kommen nicht weit genug runter. Das ist das Problem. Ich traue mich mal hier leise raus. Ich werde es jetzt so machen. Hier musst du ja auch mal, dass man da noch drüber laufen kann. Da hat der Creeper ja alles weggesprengt, der Penner. Und der hat ja auch unseren... Wir müssen auf jeden Fall uns noch ein Denkmal setzen. Vielleicht. Hier. So, Moment. Das muss ich jetzt mal machen. So, ein Augenblick. Da müssen wir noch... so, geht das so? Ja. Haben wir Holz? Ja, wir haben ein bisschen Holz. Wir müssen uns auf jeden Fall ein Denkmal setzen. Das machen wir. Der Hundi hat es verdient. Nee, ach so, scheiße. Da habe ich zu wenig Holz für. Machen wir später. So, auf jeden Fall nicht vergessen. Denkmal setzen. Axt haben wir auch. Gut. Ja, auf jeden Fall werde ich das jetzt so machen. Also ich suche hier noch ein bisschen rum. Wenn ich nichts finde, dann gehe ich hier wieder raus und mache mir da wieder was anderes, anstatt nur hier in der Höhle rumzuhängen. Denn ist ja auch blöd, wenn ich hier die ganze Zeit nur in der Höhle rumrenne und nichts finde. Also nicht das finde, was wir wollen, was wir suchen. Und dann hier... Oh, da geht's auch wieder hoch, ey. Das ist ja auch alle mehrstöckig. Das ist ja auch das Problem. Nicht nur, dass es hier in 1000 Richtungen geht, sondern es geht auch noch über 3-4 Etagen. Das. Ach ja, gut, dass wir noch nicht so weit gelaufen sind. Und was wollte ich denn sagen? Heute stehe ich die ganze Zeit auf dem Schlauch. Ja. Da ist schon wieder ein erster Penner unterwegs. Hier oben, komm, ich mach hier gerade mal schnell zu. So. Vielleicht soll ich... Eine Fackel haben wir noch. So. Auf jeden Fall. Werde ich dann, wenn wir hier nichts finden, nicht zu lange hier mich hier drin aufhalten und dann rausgehen irgendwann. Weil das ist ja dann auch blöd, wenn ich die ganze Zeit hier rumgammel und nichts passiert. So, das habe ich jetzt schon irgendwie die Hälfte von der Aufnahme versucht, einfach zu erklären, was ich vorhabe, und keiner hört zu. So. Ich habe immer noch... Das ist immer noch der Schock von der letzten Aufnahme. Wo wir uns alle in die Luft sprengen wollten. Die ganzen Penner. So. Wir brauchen eine Spitzhacke. Zack, zack. Könnten wir uns eigentlich gleich mal zwei machen, ne? Zack, zack, zack. Dann eine Schaufel. Eine Schaufel mache ich mal noch aus Stein. Eine Steinschaufel. Machen wir uns. Ach komm, wir machen uns noch eine. So, dann. Was brauchen wir noch? Brauchen wir noch irgendwas? Fackeln! Richtig! Fackeln brauchen wir noch. Da langen uns die Stickies nicht. Aber erstmal mit 20 Fackeln kommen wir ja erstmal weit. Ein Stück weit in die Höhle weiter reingehen. So, jetzt tun wir das hier erstmal noch da rein. Das haben wir da auch da hoch. Die Knochen können wir auch da hoch machen. Den Bogen, ja komm, den tun wir auch mal da rein. So. Und ja, gut.
dann geht's auf jeden Fall jetzt mal weiter mit der fröhlichen Surerei hier. Ach, ein Schwert, siehste? Gut, dass wir noch nicht weg sind. So. Huch. Langt noch genau für ein Schwert, das Eisen. So, nun gut, dann gehen wir auf die Reise. Ich bin gespannt, wo wir landen werden. Ey, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf die Scheißhöhle hier. Da geht's zum Kotzen. So. Hoffentlich werden diese Einblendungen jetzt nicht unten links angezeigt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. So. Was waren hier eigentlich? Naja, ach komm, bevor ich mich jetzt hier festbaue. Ach nee, wir wollten da hinten das Dings noch holen. Das machen wir schnell noch. Und ich muss mehr ausleuchten, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mehr ausleuchten, weil hier kommen immer noch so viele Viecher. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn hier. Da hinten ist doch auch schon wieder einer. Ich höre ihn doch. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das ist echt, in jede Richtung kannst du dich weitergraben. In jede Richtung geht es irgendwo hin. Es gibt nirgendwo ein Ende. Ja, ja. Naja. Ja, gut, in den Gang wollten wir jetzt eh rein. Komm, dann holen wir uns noch schnell die Kohle und das Eisen und dann gehen wir weiter in die Tiefe, würde ich sagen. Ich hab so Schiss, dass wieder irgendwelche Creeper um die Ecke kommen hier, gell? Das ist so beschissen seit der letzten Aufnahme. Heidenei. Ihr macht mich wahnsinnig. Dann wurden wir ja öfters mal in die Luft gesprengt. Unser Hund, die musste dran glauben. Das war nicht schön. So, das Loch mache ich wieder zu. Cobblestone haben wir hier. Wasser, das brauche ich, um dann Dings herzustellen. So, machen wir. Ja, 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 ja. Überall Schritte, ey. Wahnsinn. Und die Musik macht es auch nicht gerade besser. So. Ja, was gibt's Neues in der Let's Play-Welt? Und zwar hat der Herr Kronk gerade ein neues Let's Play gestartet, und zwar Bioshock. Boah. Und zwar hat der Bioshock gerade angefangen zu Let's Playen. Heute kam die zweite Folge raus und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, ich piss mir da schon in die Hose beim Zugucken. Das Spiel selbst habe ich noch nie gespielt, aber es ist einfach so eine hammergeile Atmosphäre. Also wirklich richtig gut gemacht. Kann man, glaube ich, nur empfehlen, selbst mal zu zocken. Im Dunkeln, mit Kopfhörern und ganz laut aufgedreht und, ja. Ich glaube, das ist echt interessant. Werde ich auf jeden Fall mal machen. Vielleicht Let's Play ich ja selbst Bioshock 2 irgendwann mal, ich weiß es nicht. Komm, wir machen mal hier auch zu, bevor... So. Ja, auf jeden Fall super geil. Also ich bin da echt gespannt. Ich sitze da vor dem Rechner, kaum mir die Fingernägel kaputt. Und muss mir dann nach jedem Let's Play eine neue Windel anziehen hier. Das ist echt Wahnsinn. So. Ach, da oben geht's ja auch weiter. Eieieiei, stimmt. Da rennt wahrscheinlich auch der Pisser rum. Aber wir müssen ja eigentlich weiter runter. Das ist ja das Ding. Da hinten ist schon wieder ein Skelett. Das schlachten wir mal schnell ab. Tot. Eigentlich müssten wir ja weiter runter. Das machen wir jetzt dann auch. Wir gehen einfach mal weiter runter. Aber es geht hier nirgendwo weiter runter. Weißt du, was ich mache? Ich mache gerade mal hier den hier. Nur mal zum Versperren jetzt. Ja. Kommt, dass wir... Ich mache hier erstmal zu, dass hier keiner durchkommt. So, weil in die Richtung will ich nicht. Ich will jetzt erstmal weiter runter. So, dann ist es immer noch mit. Ich glaube, die Musik könnte ich ein bisschen leiser machen generell. So ein bisschen auch, wenn es so gerade schön passt. So. Kann man ja später noch abmischen. Im Renderprogramm. So. Das nehmen wir auch mal noch mit. Das machen wir weg. Und da zerfetzt uns das erste Schwert. So, jetzt, wo kommen wir denn her? Da machen wir auf jeden Fall eine Fackel hin. Na, da kommen wir, glaube ich, her. Was ich machen wollte, ist hier da das Holz mitnehmen. Also Rohstoffe haben wir hier noch auf jeden Fall jede Menge. Also so Eisen, Gold und Kohle.
Da müssen wir nicht lang suchen. Aber davon haben wir ja auch jetzt schon erstmal ein bisschen was auf Lager. Das langt ja für die erste Zeit. Ich hätte jetzt gern mal so die coolen Sachen. Diamanten und so. Die hätte ich gerne. So, das bauen wir auch mal ab. Wir brauchen Holz. So. Da machen wir den Übergang mal zu. Moment. Zack, zack. Zack, zack, zack. Bevor wir da absegeln. So, wo ging es jetzt hier runter? Ich habe keine Ahnung. Oh, da geht es auch wieder. Guck mal, da kann man sich auch wieder lang graben. Das ist hier so. Es ist wirklich hier ganz schön verwinkelt und so. Also, es ist wirklich eine richtig krasse. Krasse Mine einfach. So, ich mache das hier ein bisschen mal übersichtlicher. Ich meine, kann man sich natürlich geil einrichten. Hier kann man sich wirklich super coole U-Bahn-Schienen reinmachen, ne? Weil ja eben schon so ein großes Minennetz hier vorhanden ist, ne? Aber zum Erkunden ist es halt erstmal schwierig. So. Also zumindest zum Monster freikriegen. So, jetzt gehen wir hier runter. Machen da auch nochmal eine Fackel hin. So, jetzt von wo? Da ist unser Ding. Jetzt kann ich auch schnell noch das Vorhaben hier tätigen. Und dazu müsste ich aber hier eigentlich noch eins hochgehen. So, Moment. Dann machen wir das so. Das haben wir gleich. Ach komm, wir machen es hier mit Sandstein. Was jetzt schon wieder los? Sandstein langt nicht. Machen wir es mit Sand. Huch! Das ist quasi das Denkmal für unseren Hundi, der hier in die Luft gesprengt wurde. Jetzt machen wir auch noch ein schönes Schild. So. So, zwei Reihen, wusste ich nicht mehr. So. Wir lassen uns überhaupt nicht beeindrucken von dieser hektischen Musik. So. Hundi. Ja, R. Wie heißt das? R. R. P. I. G. G. R. Ach, ist ja auch egal. Wir schreiben erstmal hin. Hundi. Eins. Ruhe in Frieden. Oh. So, da habe ich die Umschalttaste drin. Scheiße, wie kriege ich das wieder weg? Gar nicht. Verdammt. Nochmal. Und die eins. Kommt. Ah, da ist immer noch die Umschalttaste drin. So. Hundi 1. So, den Rest machen wir später. Gut, hier ist also der Hundi 1 begraben. Das ist das Denkmal von unserem Schnauzi. Puffi, Puffi. Den der böse Creepermann in die Luft gesprengt hat. Das gibt's doch gar nicht. Der war so brav. Das war so ein Süßer. So ein Süßer war das. So. Naja. Gut. Wird sein Geist uns weiterhin beschützen. Ihr merkt schon, ich räume hier ein bisschen auf, dass ich das alles hier ein bisschen übersichtlicher habe. Ja, du siehst mich wieder. Klar. Oh. Geht das noch? Ja. So. Gut, gehen wir nun. Wo gehen wir denn lang? Hundi! Ach, da oben ist auch noch alles. Eieiei. Und wie viel, ne? Das ist ja immer. So, gehen wir mal da lang. Kommt, da ist auch schon Nebel. Eigentlich müssten wir schon so tief sein, ne? Das, eigentlich müssten wir doch schon auf Diamantenlevel sein. Ich verstehe es ja eigentlich gar nicht. Denn wir haben ja schon. Guck mal, wir sind ja in die Schlucht reingegangen. Da hängt eine Fledermaus. Neckig.
mache hier auch einfach mal zu, dass